Frau Balleisen, ich habe Rücksprache mit meiner Oberärztin gehalten und neben den Untersuchungen, die ich Ihnen schon angekündigt habe, würden wir auch gerne bei Ihnen eine sogenannte Schilddrüsenszintigraphie durchführen. Und da würde ich Ihnen jetzt gerne einmal erklären, was das ist, damit Sie uns denen dann auch entweder Ihre Zustimmung oder Ihre Ablehnung mitteilen können. Bei der Schilddrüsenszintigraphie geht es darum, ein Bild Ihrer Schilddrüse zu machen, also der Drüse, die hier oben am Hals sitzt und von der wir vermuten, dass sie diese Halsvergrößerung auslöst. Das Besondere bei diesem Verfahren ist, dass wir nicht nur ein Bild der Schilddrüse bekommen, sondern auch sehen können, wie die Schilddrüse in einzelnen Bereichen funktioniert, also wie stark sie dort arbeitet. Das basiert darauf, dass wir ein radioaktives Medikament verabreichen, das die Schilddrüse verarbeitet. Und das verarbeitet sie besonders viel an Orten, wo sie besonders aktiv ist. Und das sehen wir dann in dem Bild als eine Aufhellung dieses Bildes. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Arten. Da gibt es einmal die selektive und einmal die sogenannte nicht-selektive Szintigraphie. Bei der ersten Variante nehmen wir nur kleine Mengen radioaktives Jod. Das ist ein Salz, das Ihre Schilddrüse regulär braucht, um Hormone zu produzieren. Und damit können wir Veränderungen in Größe und Form der Schilddrüse und zum Beispiel Knoten, wie Sie sie jetzt auch getastet haben, werten, je nachdem, wie aktiv die sind. Beim nicht-selektiven Verfahren würden wir eine größere Menge an radioaktivem Material verwenden. Und damit durchleuchten wir dann quasi die gesamte Schilddrüse. Das sind die beiden Varianten, die es da gibt. Insgesamt handelt es sich bei der Untersuchung um eine sehr sichere Methode, die wir hier auch oft durchführen und in der wir auch gut geübt sind. Natürlich gibt es trotzdem einige Risiken. Ja, wir haben das Risiko der Strahlenbelastung, aber das ist nur gering, weil wir wirklich nur eine kleine Menge radioaktives Material verwenden. Sollten Sie allerdings schwanger sein oder gerade stillen, was bei Ihnen ja aktuell nicht der Fall ist, dürften wir die Untersuchung nicht durchführen, weil das radioaktive Material in die Milch oder in das ungeborene Kind übergehen könnte. Aber das wäre in diesem Fall ja nicht wichtig. Einige Menschen können allergisch auf das Material reagieren. Das wissen wir vorher nicht. Das kann auch bei Ihnen passieren, aber das ist sehr selten. Wir können die Untersuchung nicht durchführen, wenn Sie bestimmte Herz- oder Nierenerkrankungen haben. Die liegen bei Ihnen aber, zumindest haben Sie mir das mitgeteilt, nicht vor. Nach der Untersuchung kann es notwendig sein, dass Sie sich für einige Zeit von anderen schwangeren Frauen und kleinen Kindern fernhalten, weil Ihr Körper dann erstmal noch ein wenig radioaktive Strahlung aussendet und diese Personengruppen dafür besonders verletzlich sind. Aber ansonsten ist das kein Problem. Wichtig ist einfach, dass Sie uns vor der Untersuchung über alle Medikamente, die Sie einnehmen, informieren und dass wir dann zum Beispiel wissen, dass Sie keine anderen Erkrankungen haben, die damit irgendwie zwischenfunken könnten. Haben Sie das soweit verstanden oder haben Sie noch offene Fragen? Das haben Sie sehr gut erklärt, Dr. Brinkmann. Das habe ich alles verstanden und ich hoffe, dass wir das aufklären können, was ich da für Knoten habe. Okay, dann würde ich sagen, machen wir diese Untersuchung und dann leite ich dafür alles in die Wege. Okay, perfekt.